Moin Leute, herzlich willkommen zu dieser neuen Review. Ja, wie angekündigt in den Kommentaren und im Livestream wird es heute um einen Tankrucksack gehen und damit geht unsere Serie über die Sachen, die man für eine Tour gut brauchen kann, weiter. Und nach dem Intro gibt's genaueres. Heute beschäftigen wir uns mit dem Tankrucksack von QBAG, dem Traveler Evo. Schauen wir erstmal, was der Hersteller angibt, was dieser Tankrucksack denn alles bietet. Der Tankrucksack Traveler Evo sorgt mit 7 kräftigen Doppelmagneten für sicheren Halt. Er hat 2 getrennte Innenfächer, ein großes und ein kleines. Das Ganze resultiert in 12 bis 23 Liter Stauraum. Er besteht aus robustem 900D Polyester mit PVC Innenbeschichtung, was auch immer das heißen soll, soll wohl besonders stabil sein. Klingt auf jeden Fall erstmal ziemlich gut und das Ganze fühlt sich auch ziemlich stabil an. Und Polo wirbt noch mit einem großen Kartenfach, einer Regenhaube, Lenkkopfriemen und Tragegriff. Das klingt doch alles schon mal ziemlich vielversprechend. Aber was waren meine eigenen Eindrücke zu dem Tankrucksack? Das seht ihr jetzt. QBAG gehört zu den zahlreichen Eigenmarken von der Polo Motorrad GmbH. Polo kennt ihr sicher alle, die Motorradläden mit dem roten Motorrad als Zeichen. Und ja, die machen eigentlich auch immer ganz gute Sachen. Und QBAG ist halt eine von den Eigenmarken von denen, die zu der Firma gehören, aber trotzdem eigenständig produzieren. Und auch qualitativ einigermaßen gute Sachen zu einem guten Preis auf jeden Fall herstellen. Der Tankrucksack der Marke QBAG, den wir heute haben, ist der Traveler Evo. Dieser Tankrucksack, der um die 70 Euro kostet, den kann man halt, weil es eine Polo-Eigenmarke ist, nur bei Polo erwerben. Und ja, das haben wir natürlich auch gemacht. Das erste Wichtige bei einem Tankrucksack ist natürlich, hält er denn auch fest auf dem Motorradtank? Bei diesem Rucksack gibt es eine kleine Besonderheit, die nicht jeder Tankrucksack hat. Er hält, wie fast jeder Tankrucksack, mit Magneten auf dem Tank, was natürlich sehr gut geht, weil der Tank ist ja aus Metall und Metall ist meistens magnetisch und deswegen hält das ziemlich gut und es sind ziemlich starke Magneten darin. Das hört man auch, wenn man die Flügel anklappen lässt. Und ja, ich habe Flügel gesagt, denn die Flügel sind eine Besonderheit, die hat nicht jeder Tankrucksack, die haben nur die besseren Tankrucksäcke meistens. Denn diese Flügel, die sind nochmal außen an der Grundfläche dran, die sieht man ja auch hier auf dem Video schön. Und die klappen richtig schön an den Tank und umschließen ihn ein bisschen, um dem Tankrucksack gerade nach links und rechts eine gewisse Festigkeit zu geben. Und ihr seht hier, man kann rütteln, wie man will, das Ding ist im Normalfall so nicht abzukriegen. Aber man kann ihn trotzdem sehr leicht abheben, indem man ihn zum Beispiel an seinem sehr praktischen Griff hochhebt und dann kann man den wunderbar auch an dem Griff durch die Gegend tragen, wenn man ihn mal mitnehmen möchte. Wenn man dann auf einer etwas schnelleren Maschine ist, kann es ratsam sein, zu den Magneten noch eine weitere Befestigungsmöglichkeit zu nutzen, die aber in seltensten Fällen nur notwendig ist. Denn an dem Tankrucksack befindet sich noch ein Riemen, den man dann unter die Sitzbank klemmen kann, wenn man das denn will, oder direkt unter den ganzen Tank. Aber dann ist er natürlich auch nicht mehr so leicht vom Motorrad abzutrennen. Bisher haben wir das aber noch nie in Anspruch nehmen können. Und ein bisschen schade finde ich es auch, dass man den Riemen nicht selber abnehmen kann, wenn man ihn denn nicht braucht. Wie ihr hier seht, hat der Tankrucksack auf der Oberseite auch ein Fach, was mit einer durchsichtigen Plastikfolie überdeckt ist. Dort kann man dann zum Beispiel sein Kartenmaterial reintun, aber auch wunderbar ein iPad oder ein Handy, wo die Karten-App offen ist, reinschieben. Und ich weiß nicht, wie gut man es hier durch die Kamera sieht, aber man kann auch einwandfrei durch die Folie durch auf dem iPad tippen und damit seine Ziele eingeben. Und das funktioniert wunderbar und so kann man sehr, sehr leicht auch während der Fahrt kurz runtergucken und sehen, wo es lang geht. Und so sollte man sich eigentlich auch nicht verfahren. Aber natürlich ist im Endeffekt das Wichtigste bei einem Tankrucksack, wie viel passt denn überhaupt hinein? Bei diesem Tankrucksack sind das 12 bis 23 Liter. Ich sage hier 12 bis 23 Liter, weil der Tankrucksack eine kleine Besonderheit hat. Ihr seht schon, er hat einige Besonderheiten und das ist auch wieder eine wunderschöne. Denn zu dem wirklich sehr geräumigen Hauptfach, an welches man rankommt, wenn man den Reißverschluss, der auch mit einem kleinen Gimmick ausgestattet ist, dazu später mehr, öffnet. Dort passt super viel rein. Ihr seht hier 2 Wasserflaschen und 3 Brotdosen ohne ein Problem und da hätte auch locker noch mehr reingepasst. Aber wir haben noch ein Fach darüber, wo man dann verschiedene Sachen auch wieder reintun kann, an die man vielleicht öfter dran muss. Wir hatten da meistens die GoPro drin liegen, zum Beispiel, oder das Kamera-Equipment, weil man da sehr, sehr schnell rankam. Und dort liegt die Besonderheit, die dieses Volumen
ermöglicht. Denn es ist möglich, diese obere Ablagefläche, die sonst sehr flach ist, nochmal zu vergrößern, indem man einen weiteren Reißverschluss aufzieht, wie ihr hier in dem Video im Hintergrund seht. Und dadurch eröffnet sich einem die Möglichkeit, das Ganze etwas höher noch zu machen und somit seinen Stauraum fast zu verdoppeln. Und das führt natürlich dazu, dass man wirklich unglaublich viel in das Ding reinbekommt. Also wir hatten die Verpflegung für 4 Leute in dem Teil plus das gesamte Kamera-Equipment bei der Tour. Und das hat einwandfrei funktioniert. Und also ich finde das auf jeden Fall top, weil wenn man es braucht, kann man es ausfahren. Und wenn nicht, dann kann man den Tankrucksack ein bisschen kleiner machen, dann ist er nicht ganz so gigantisch. Aber natürlich ist die Frage bei so einem großen Konstrukt auf dem Tank, stört das denn nicht beim Lenken? Und wie ihr jetzt im Hintergrund seht, nein, es stört kaum beim Lenken. Nur wenn man den Lenker wirklich bis an den Anschlag einschlägt, dann kommt man dem Tankrucksack nahe oder berührt ihn sogar. Aber das kommt ja beim Motorradfahren nur in den seltensten Fällen vor. Und im Normalfall dürfte er einem gar nicht auffallen. Man vergisst sogar teilweise, dass man ihn überhaupt drauf hat. Bei den Reißverschlüssen gibt es auch noch ein ganz schönes Gimmick. Denn man kann die 2 Reißverschlüsse, die an jedem einzelnen Reißverschluss dran sind, zusammenpinnen mit so einem Knopfsystem. Und das führt einfach dazu, dass man sie nicht mehr so leicht öffnen kann. Aber mit der richtigen Technik kriegt man sie natürlich auch wieder ganz einfach aus. Den Dreh hat man sehr, sehr schnell raus und ich finde das auf jeden Fall eine nette Sache, die gut zur Sicherheit beiträgt. Falls ihr kleinere Sachen transportieren wollt, an die ihr entweder schnell ran müsst oder die nicht so rumfliegen sollen, hat der Rucksack auch noch 3 kleine Einzelseitentaschen, eine links, eine rechts und eine vorne in der Mitte und da kann man dann Taschentücher, Bonbons und Feuerzeuge, was weiß ich, was man denn alles braucht, hineintun und kommt da super schnell ran. Das lässt sich sogar ordentlich mit Handschuhen öffnen. Abschließend kann ich nur sagen, dass ich sehr angetan bin von diesem Tankrucksack. Man bekommt wirklich viel rein, man kommt an alles schnell ran. Die durchsichtige Folie oben drauf hat mir super gefallen und es hilft auf jeden Fall sehr, sehr doll, wenn man das Kartenmaterial nicht immer aufwendig aus den Taschen rausholen muss, sondern es einfach vor sich quasi liegen hat und immer wieder drauf gucken kann. Mit seinen ungefähr 70 Euro ist dieser Tankrucksack auch nicht wirklich teuer für das, was er bietet und er hält fest, es passt unglaublich viel rein, habe ich glaube ich schon des Öfteren erwähnt, macht einen sehr, sehr, sehr stabilen Eindruck und hat es auf der Tour wirklich sehr, sehr doll geholfen. Und ich bin froh, dass er uns dabei begleitet hat und auch auf vielen weiteren Touren hoffentlich begleiten wird. Herzlich willkommen auf der Endcard. Da oben kommt jetzt zu unserem letzten Video, dem Tutorial über die Reifen, darunter zu unserer letzten Review, wie am Anfang schon erwähnt, über das Topcase. Dort unten könnt ihr uns auf Facebook auschecken, auf Instagram und auf YouTube abonnieren. Bitte macht das, das wäre super nett. Unter mir steht, wann das nächste Video kommt. Freut euch drauf und ich sage ciao und bis die Tage.